gerade als HTML-Dokument mit 3 SVG-Formen drin. Die haben verschiedene Farben und verschiedene Formen, damit man sie voneinander unterscheiden kann. Was ich jetzt machen will, ist, die ein bisschen anordnen hier im Viewport, also ein Layout machen. Für das brauche ich kein HTML, es gibt hier nichts weiteres zu beachten, sondern das mache ich im Style-Sheet. Und als erstes zeige ich, wie man das bis vor kurzem gemacht hat. SVG, wie auch der Image-Tag an sich, werden nebeneinander gezeigt. Das sind Inline-Elemente, die keinen Umbruch nach sich ziehen. Wenn man möchte, dass es einen Umbruch gibt, also dass sie untereinander angeordnet werden, dann muss man das explizit schreiben. Also SVG als Selektor und dann Display Block. Und jetzt stehen sie untereinander. Nach jedem Element gibt es einen Umbruch. Und wenn man jetzt möchte, dass sie Abstand zueinander haben, dann schreibt man ein Margin, zum Beispiel 50 Pixel. Das bewirkt, dass jede von diesen SVG-Formen auf alle Seiten 50 Pixel Abstand hat. Interessanterweise übrigens, tun die Abstände zwischen den Elementen überlappen. Und wenn man möchte, dass zum Beispiel jetzt nur der Abstand nach unten definiert wird, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Was man machen kann, ist, man schreibt Margin Bottom. Jetzt haben sie nur nach unten 50 Pixel Abstand. Es gibt aber auch die Möglichkeit, als Wert von der Eigenschaft Margin mehrere Zahlen anzugeben. In dem Moment, es kommt darauf an, wie viel das dort steht. Wenn es so geschrieben ist, dann ist der erste Wert oben und unten und der zweite Wert ist links und rechts. Also jetzt haben die Elemente nach oben und unten keinen Abstand mehr, aber auf die linke Seite gibt es 50 Pixel und auf die rechte Seite auch, nur hat es dort keinen Einfluss. Wenn 3 Werte drin stehen, dann steht der erste für oben und unten, der zweite für links und rechts und der dritte, falsch, der erste steht für oben, der zweite Wert steht für links und rechts und der dritte steht für unten. Also das würde heißen, nach oben kein Abstand, nach links und rechts kein Abstand, aber 50 Pixel nach unten. Und da gibt es noch einen schönen Trick. Wenn man sagt, nach links und rechts Auto, also den Abstand automatisch einstellen, dann werden die Elemente eingemittet. So hat man bis vor ein paar Jahren gelayoutet mit HTML und CSS. Und es hat natürlich noch andere Sachen gegeben, die man einstellen konnte. Aber kompliziertere Layouts, Sachen, die unten angeschlagen sind, also am unteren Bildrand oder am unteren Viewportrand, das ist schnell sehr schwierig geworden. Und heute gibt es neue Möglichkeiten. Es gibt das sogenannte Grid-Modul, mit dem kann man den Viewport rastern. Und es gibt das Flex-Modul, und mit dem kann man den Viewport in Achsen gliedern und Elemente an diesen Achsen ausrichten. Und das zeige ich im nächsten Video.